Jo, heute geht es um Opfer, die sich denn richtig abschießen. Tja! Und sich denn komplett vollmoddern und das denn aussieht, als hätten sie eingestuhlt. Denn liegen die da draußen auf einer Parkbank und dann werden die manchmal noch krank. Na, weil es manchmal regnet, du Spaß! Anscheinend wissen die wirklich nicht Bescheid. Den muss man denn wirklich noch sagen? Alter, Regen ist nass, du Esel! Das Schlimmste an diesen Menschen ist, dass sie alle Leute nochmal beleidigen mit Ausdrücken wie zum Beispiel du alte Butterbirne oder Fotze. Die hauen denn da auch Sachen raus wie wir ficken deine Mutter. Bevor man sowas sagt, da sollte man meiner Meinung nach erst einmal die Schulbank drücken. Die haben in ihrem ganzen Leben noch überhaupt nicht gearbeitet. Und wenn jetzt hier einer von euch noch denkt, dass ich das hier nur mache, weil ich mich einfach viel zu geil finde. Ja, denk ich auch. So, das war's fürs Erste von mir. Ich weiß ganz genau, dass ihr alle gelacht habt. Und wer jetzt immer noch nicht sagt, das ist mein Humor. Also, bis dahin und tschüss, Kinderz.